Guten Morgen, heute am 28.01. So mit Herz und Mund. Ist noch Weihnachten? Was hat die denn da stehen? Ein Stern, ein Weihnachtsbaum, einen weihnachtlichen Schneemann, schöne weihnachtliche Bonbons, ein Rentier und ein Engel. Bevor wir darüber aber reden, hören wir erstmal etwas Musik. Ich habe gerade schon gesagt, ja, ist denn heute noch Weihnachten? Ja, vielen ist das gar nicht bewusst und ich bin immer geschockt, wenn die Leute schon vor dem 1. Januar ihren Weihnachtsbaum rausschmeißen. Bei manchen, die den schon 3, 4 Wochen stehen haben und eigentlich keine Nadeln mehr haben, kann ich es ja verstehen. Aber Weihnachten geht tatsächlich bis zum 2. Februar. Also ist heute der letzte Weihnachtssonntag. Offiziell heißt er letzter Sonntag nach Epiphanias, also der letzte Sonntag nach dem Dreikönigstag, unter dem der Tag ja mehr bekannt ist. Also feiern wir heute nochmal Weihnachten und können uns nochmal an Weihnachten erinnern. Wenn ich jetzt nicht hier im Fernsehstudio wäre, könnten wir die Kerze nochmal anzünden, uns nochmal an das Licht erinnern, das kommt, das Licht der Hoffnung, das Licht, das es was Schöneres im Leben gibt, dass es was Besseres im Leben gibt, dass wir wissen, der Tod ist nicht das Ende, dass wir wissen, da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Jesus, das Licht der Welt. Wir können uns nochmal an die schönen Tage erinnern, wo wir gemeinsam essen konnten, wo wir gemeinsam am Weihnachtsbaum saßen. Ich weiß, es ist nicht für jeden jedes Jahr schön und für die, die letztes Jahr jemanden verloren haben und eine Lücke am Weihnachtsbaum hatten, ist es vielleicht auch mit ein paar schmerzhaften Erinnerungen verbunden. Aber auch diese schmerzhaften Erinnerungen und dieses Gefühl ändert nichts daran, dass das Weihnachtsfest ein Fest der Hoffnung ist, ein Fest des Lichts, ein Fest, das Hoffnung gibt und das so vielen Menschen ein Gefühl von Zuhause gibt und ein Gefühl von Vertrautem, jedes Jahr wieder. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so Momente, da ist einem das völlig klar. Egal, was drumherum ist, egal, was für Nachrichten kommen, egal, was in der Familie ist, da merkt man, es wird alles gut. Es ist alles gut. Der Moment jetzt, der ist schön. Und an dem kann man sich festhalten. Und an den kann man sich immer gut erinnern. Auch wenn im Alltag dann die Nachrichten über Krieg, über Terror, über irgendwelche negativen Sachen in der Familie, Krankheitsnachrichten, einen ganz schnell wieder einholt. Aber die Erinnerung daran, da ist jemand, da ist etwas, das uns Hoffnung gibt, das uns ein Licht gibt. Dafür steht auch dieser Sonntag heute. Amen. Wir hören jetzt etwas Musik. Thank you.
lade euch nun ein, mit mir zu beten. Gott, danke, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast. Danke für dieses Licht, das so hell strahlt. Manchmal in unserem Alltag mit all dem, was um uns herum passiert, haben wir das Gefühl, dass das Licht verdeckt ist, dass es dunkel ist. Hilf uns, dass wir das Licht nicht vergessen und es auch so dunkel ist und um uns herum erscheint, immer wieder suchen und uns erinnern und dadurch aus der Versenkung, aus dem Verdecktsein wieder nach vorne holen. Lass uns daran erinnern, dass dieses Licht da ist. Gott, ich bitte dich für all die Menschen, denen es nicht so gut geht, die Angst haben, die um ihr Leben fürchten, die einen Menschen verloren haben. Lass sie darauf vertrauen, dass du an ihrer Seite bist und dass immer jemand an ihrer Seite ist. Amen. Und nun geht in die neue Woche mit dem Segen. Gott segne und behüte euch. Er sei bei euch an jedem Tag, bei jedem Schritt, bei jeder Begegnung und er stärke euch für euer Leben. Amen.